Hallo meine Lieben, ich habe ja versprochen, noch ein Video zu drehen nach meiner letzten OP, die ich hatte. Und nun ist es endlich soweit. Mir ging es leider davor noch nicht so ganz gut. Gesundheitlich schon, aber mental leider nicht so ganz. Deswegen hat es etwas gedauert. Ich hatte meine OP vor 4 Wochen ungefähr. Hier, ihr wisst ja, das hing ja richtig runter, ne? Und hier ist es zu dünn, weil da schon sehr viel abgesaugt wurde. Das heißt, es wurde hier etwas entfernt und sollte hier reingespritzt werden. Allerdings kam das Fett nicht in den Auffangbehälter und konnte somit hier nicht eingespritzt werden. Das waren nur 10 Milliliter circa, die reingespritzt werden konnten, also viel, viel, viel zu wenig. Und es konnte auch nicht sehr viel abgesaugt werden. Der Arzt hat gesagt, dass wir lieber Schritt für Schritt alles machen, anstatt in einem und dann irgendwelche Fehler oder so zu machen. Er hatte recht, aber ich muss gestehen, ich möchte eigentlich endlich ein Ende setzen. Am liebsten würde ich alles jetzt nach und nach und nach machen und damit ich einfach nächstes Jahr keine OPs mehr brauchen, es meiner Psyche wieder gut geht und. Aber so einfach ist es gar nicht. Vor allem wegen meinen Begebenheiten. Ja, das war richtiges Deutsch. Und zwar hier läuft ja die Hauptschlagader entlang, dann ist hier überall die Narbe, dann laufen die ganzen Nerven entlang. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich noch eine OP brauchen. In 2 Wochen schicke ich dem Arzt ein Foto, dann schaue ich mal, was er sagt. Weil man sieht, dass es hängt immer noch. Es ist nicht mehr so krass wie damals, aber es hängt auf jeden Fall immer noch. Und klar, viele sagen jetzt, reicht doch oder keine Ahnung mit den ganzen OPs. Ja, das stimmt, aber ich habe mir das auch selber nicht ausgesucht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mir nicht ausgesucht, Krebs zu haben. Ich habe mir nicht ausgesucht, hier eine Beule zu haben und dann noch so. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Und hier ist es viel runder als hier. Hier ist es so platt, hier ist es so rund, hier hängt es runter, hier ist es eingezogen. Und das alles zieht mich einfach mental runter. Und ich muss sagen, diese Seite war ja auch schwerer als die Seite. Deswegen hatte ich sehr starke Nackenschmerzen und Schulterschmerzen. Mittlerweile seit der OP habe ich die Schmerzen immer noch, aber nicht mehr so krass wie damals. Das heißt, es hilft schon was. Das heißt, es ist nicht nur Schönheit, sondern auch medizinisch. Also es hat auch einen medizinischen Aspekt. Und viele verstehen das nicht. Viele denken, ja, muss das alles sein? Oder keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ihr seid nicht in meiner Lage. Ihr hattet diesen Krebs nicht. Und ich möchte auch vieles gar nicht machen. Aber ich muss diese Operationen machen. Das hier hätte ich vielleicht nicht machen müssen und auch mit meiner Lippe nicht, weil meine Lippe wurde ja hochgezogen mit einem, hier seht ihr die Narbe und hier oben. Mit einer Sehne wurde hier eingepflegt und dann oder eingepflanzt und dann hier hingezogen. Aber es ist ja nicht nur das Medizinische, es ist ja auch die Psyche. Meine Psyche leidet enorm darunter, dass ich gelähmt bin und dass ich das hier habe. Hier kann man ja vielleicht ein bisschen Fett einspritzen. Ob das viel hilft, weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde es gerne machen. Und auch hier ist ein Knochen nicht so wie hier. Ne? Hier ist auch Fett drüber. Hier ist gar kein Fett. Hier ist alles Knochen einfach nur. Und immer beim Streicheln, beim Anfassen oder bei meiner Logopädie tut diese Stelle weh. Weil ich arbeite mit Eis, beziehungsweise meine Therapeutin arbeitet in meinem Gesicht mit Eis. Und das tut einfach weh, weil es direkt auf dem Knochen ist. Ne? Also es ist nur so eine dünne Hautschicht drüber und das war's. Und ich muss aber sagen, ich feiere diesen Arzt, der mich operiert hat. Und er wird mich auch nicht so schnell los. Er ist einfach so menschlich geblieben. Er betrachtet mich als Menschen und nicht als Patient Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder sonst was. Und das finde ich so gut. Und das hat mir auch ein Gefühl des Vertrauens gegeben. Also ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Und
Ich finde, so sollte ein Arzt auch sein. Wir haben so ein, ich kann dieses Verhältnis gar nicht beschreiben, so als wäre man befreundet, als würde man sich schon jahrelang kennen, dabei kenne ich ihn nur ein paar Monate. Aber ich muss sagen, man kommt leider nicht mehr so einfach an solche Ärzte ran. Und er ist sogar Oberarzt und trotzdem, auch wenn er weniger Zeit hat, er nimmt sich die Zeit. Auch wenn ich ihn 20 Mal dieselbe Frage stelle, er beantwortet mir diese Frage, wisst ihr? Und das ist so menschlich, dass mich das einfach überwältigt. Wirklich. Ich habe die letzte OP zum Beispiel jetzt hier, ne, ohne Narkose gemacht. Und er hat mich gefragt, ob ich sicher bin. Ich so, ja, weil ich vertrage keine Narkosen mehr, weil er meinte, solche OPs macht man eigentlich mit Narkose, ne? Aber im Endeffekt war es auch besser für ihn, weil ich habe ja eine, ich weiß nicht, ob ihr das Video davor gesehen habt, ich habe ja über meine Kiefertransplantation auch gesprochen. Ich habe ja eine Titanplatte als Kieferersatz, ne? Und wenn man in Narkose ist, dann schlafft ja der Körper ein. Und dann hängt mein Kiefer einfach raus. Das heißt, er sieht das alles gar nicht. Seht ihr dieses Hängende? Das würde er gar nicht sehen. Das wäre keine Ahnung, wie das wäre, ne? Und während der OP habe ich sehr bereut. Es tat so unfassbar weh. Und er sagt, und ist alles gut? Ich so, nein, nein. Er sagt, doch, doch, alles in Ordnung. Ich musste so lachen. In dem Moment konnte ich heulen, aber im Nachgang musste ich so lachen, wie er mich einfach abgelenkt hat. Wir haben uns die ganze Zeit über Gott und die Welt unterhalten, so, ne? Über Musikrichtungen, übers Feiern gehen, über keine Ahnung was. Und das hat mir auch erleichtert, die OP so zu überwältigen. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich möchte trotzdem, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Es wird immer besser. Ihr kennt ja meine alten Videos, ne? Mein Gesicht wird immer besser, aber ich möchte das hier auf jeden Fall weghaben. Es stört mich. Es stört meine Psyche. Hier. Hier, dieses Hängende da. Das muss komplett weg und nicht nur ein Teil. Oder hier muss noch was rein, weil die Narbe, müsst ihr vielleicht, muss hier was rein, dann hängt das nicht mehr so. I don't know. Ich bin nicht der Arzt. Mal gucken, was er mir zu sagen hat. Ich hoffe, wir kommen auf einen Nenner. Und ja, das war's eigentlich von der OP. Und das Positive auch noch daran war, weil ich diese Narkose ja nicht hatte, war ich keine 2 Wochen im Krankenhaus, sondern nur eine Nacht. Und das hat mich auch so glücklich gemacht, dass ich mal nicht so lange im Krankenhaus sein muss. Und das hat mir nochmal bestätigt, dass ich immer noch so lange im Krankenhaus bin, weil ich diese Narkosen einfach nicht mehr vertrage. Am Anfang habe ich sie gut vertragen, aber mittlerweile, nach 17 OPs und 16 davon mit Narkose, sagt der Körper auch, nein, es geht einfach nicht mehr. Und dann musst du dem Körper auch die Ruhe geben, ne? Und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder irgendwelche Anmerkungen dazu habt, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Oder ihr könnt mir Kommentare hinterlassen. Ich lese mir eh alles immer durch. Und genau. Ich zeige es nochmal. Ja. Das macht mich schon traurig, weil eigentlich nur ein bisschen fett und dann wäre es wesentlich besser, finde ich.